Hallo mein lieben Besties, willkommen in der Bestform-Küche. Jojo und ich sind heute wieder für euch am Start. Ihr wisst ja, die Rezepte, die wir aussuchen, die sollten immer ja, proteinhaltig sein, ballaststoffhaltig sein, viele Antioxidantien haben, sehr gesund sein. Und sie müssen schnell gehen. Und was habe ich vergessen? Eigentlich nichts, oder? Also, und genau diesen Anspruch haben wir an unsere Rezepte. Was hast du uns denn heute vorbereitet? Also, ich bin ja nur deine Hilfe hier in der Küche. Wir machen heute eine Hirsepfanne mit Linsen, Kichererbsen und ganz viel Gemüse. Ich würde sagen, let's go. Also, erster Schritt, wir kochen einmal in Gemüsebrühe die Linsen und die Hirse, dass das schon mal köcheln kann. Und du darfst gleich zum Schnibbel anfangen. Los geht's. Ich schnapp mir wieder mein Messer. Gefühlt stehe ich immer hier in der Küche, ja, gell? Ich habe eigentlich nur so einen Quadratmeter. Aber ich mache mich ja hier ganz gut, oder? Super. Oh, heute haben wir sogar eine Kombination aus mehreren Kreuzblütlern. Einmal hier unser Brokkoli und hier haben wir Blumenkohl. Der kommt auch noch mit rein. Schauen wir mal. Oh, was haben wir hier? Rosenkohl auch noch. Sag mal, jetzt wird's ja... Ja, jetzt richtiges Wintergemüse. Jetzt wird sogar mir zugesagt. Schauen wir mal, wie es aber am Ende schmeckt. Darauf kommt es ja an. Also die Hirse, die Linsen habe ich davor gut abgewaschen. Und jetzt werden die einmal zum Köcheln in den Topf gegeben. Aktuell trainiere ich 6-mal die Woche. Und ich bin über 30. Das heißt, das Thema Regeneration ist unheimlich wichtig. Es gab schon Zeiten, da habe ich intensiv trainiert und irgendwie gefühlt, habe ich ständig mal im Ellbogen Schmerzen gehabt, mal im Knie und so weiter und so fort. Und das ist auch mitunter auf eine ja, schlechte Regeneration zurückzuführen. Wenn wir eine Ernährungsform wählen, die ja primär entzündungshemmend ist, dann ist das auch toll für unsere Regeneration. Ich habe nach, sagen wir mal, einem Jahrzehnt klassischer Bodybuilding-Ernährung mit viel, viel Fleisch und Fleisch eingesehen, dass ich doch schon mehr auf gesunde Gemüsearten zurückgreifen sollte. Das mache ich jetzt seit 2018. Da ernähre ich mich werktags vegan, von Montag bis Freitag vegan. Am Wochenende kommen hochwertig tierische Produkte dazu. Und Brokkoli ist wirklich auf fast jeder Ebene der absolute Alleskönner. Sehr entzündungshemmend und deswegen darf der eigentlich jede Woche in irgendein Rezept mit reinschlüpfen. Wir müssen erstmal die Zwiebeln hier anbraten und den Knoblauch. Eine ganze Zwiebel kommt rein. Sie. Gut. Das dürfen wir den Zuschauern nicht zeigen, wie ich hier die Zwiebel schneide. Die denken auch, ich bin minderbemittelt hier. Reicht es nicht? Okay, warte. Ich mache da ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Da ist jetzt der Knoblauch drin. Und da kommen jetzt die Zwiebeln gleich noch dazu. Und es wird jetzt angedünstet. So, komplette Zwiebel ist geschnitten. Darf ich sie einfach ran? Meinst du, das ist zu viel, so ein halber? Nee, so einer geht schon. Ja, okay. Und dann noch, wir sind jetzt zu dritt, also nehme ich 6 Rosenkohlköpfe. Ja. Ja? Aber du musst die schälen, gell? Die äußeren Blättchen wegmachen. Ich mach das. Okay. So, jetzt noch hier ein bisschen den Knoblauch und die Zwiebeln andünsten. Ich finde, Knoblauch gehört ja in jedes Essen. Ja, zum einen Geschmack, ist ja klar, gell? Ja. Aber viele wollen es ja nicht wegen ja, Mundgeruch. Ja. Ich glaube, kaum ein anderes Lebensmittel hat so viel positive Auswirkungen auf Blutdruck und Cholesterin wie der Knoblauch. Deswegen sollte man den doch schon nochmal hier hervorheben. Und ja, wenn man jetzt gegen den Mundgeruch etwas machen möchte, ich glaube, ich hatte 5-6 Jahre lang erhöhten Blutdruck, obwohl ich viel Ausdauersport mache. Und ich habe mir dann angewöhnt, so 2-3 Mal die Woche so eine Knoblauchzehe ungeschnitten einfach runterzuschlucken, weil dann bekommst du auch keinen Mundgeruch davon. Also ist so ein, hat mir Dr. Vogel, ein Arzt, den wir beide kennen, damals empfohlen, habe ich gemacht und hat scheinbar funktioniert. Ich esse ja jetzt sowieso täglich Knoblauch, also jetzt muss ich ihn nicht mehr so runterschlucken, aber damals wollte ich auf meinen Mundgeruch achten. Ist mir egal. So, jetzt kommt ein bisschen Sherry mit in die Pfanne. Das ist so ein Wein, der gibt einen sensationellen Geschmack. So. Ich glaube fast, da kann dann noch, machst du Gemüse rein, dann mach ich noch ein bisschen mehr hinterher.
das hätte man aber auch kleiner schneiden können, gell? Das schaffst du. So. Ich schneide nochmal Tomaten. Und die Steinpilze, die hatten wir ja schon mal, die haben auch so diesen Umami-Geschmack dann gegeben. Steinpilze kombiniert mit Knoblauch geben diesen leckeren, vollmundigen Geschmack, diesen Umami-Geschmack, der ja manchmal auf der Strecke bleibt, wenn man eben ohne Fleisch kocht. Hier zeigt es kurz, habe ich vorher schon angerührt. Das ist wie so eine Art Soßenreduktion. Also da haben wir drin Miso-Paste, Essig, Knoblauch und Tahini, dass wir da nochmal einen Geschmack reinbekommen. Miso kann man sich vorstellen, beziehungsweise ist eigentlich nur fermentiertes Soja. Und da bilden sich dann Bakterienkulturen. Das heißt, wir haben so eine probiotische Wirkung, das heißt gut für die ganze Darmflora und einfach auch ein mega guter Geschmacksträger zum Würzen. Das kommt jetzt damit rein. Also durch die Sesampaste haben wir noch ein paar Omega-3-Fette mit dabei. Da haben wir jetzt echt viel abgedeckt. Viele ja. Antioxidantien. Guck mal, wie gut. Bunt das ganze Zeug ja. hier ist. Dann was? Omega-3 haben wir drin. Ja. Ballaststoffe kommen gleich noch mit dazu. Hirse, Linsen und Kichererbsen. Also das ist wirklich mal ein Proteinmix, der seinesgleichen sucht. So, noch ein bisschen Schärfe mit rein. Ein bisschen ja, Stoffwechsel anregen, nie verkehrt. Ich mache es jetzt mal mittelscharf. Ich gebe jetzt noch die Kichererbsen dazu. Da haben wir wirklich eine Nährstoffbombe. Hier haben wir Hirse und Linsen. Hier haben wir Kichererbsen, also massiv viele Ballaststoffe. Diese Ballaststoffe werden im Körper von den Darmbakterien fermentiert bzw. verstoffwechselt. Dabei entstehen kurzkettige Fettsäuren. Das erwähne ich, warum für alle, denen es wichtig ist, abzunehmen. Kurzkettige Fettsäuren haben einen positiven Einfluss auf unser Hunger- und Sättigungssystem. Sie beschleunigen den Stoffwechsel um bis zu 25%. So habe ich es mal in der Studie gelesen. Also die genaue Zahl ist eigentlich auch völlig egal, wenn wir wissen, erst das Essen und der Stoffwechsel wird einfach angetrieben. Dann ist das immer eine gute Sache. Und die Insulinsensitivität wird auch verbessert. Also her mit den Ballaststoffen. Und deswegen, genau deswegen, achten wir auch wirklich darauf, dass wir in so gut wie jedem Rezept ausreichend Ballaststoffe haben und viele Proteine. Jetzt sind wir fertig, gell? Gut, jetzt haben wir ungefähr Viertelstunde. 15 Minuten gebraucht für all das. Jetzt wird das noch zusammengekippt. Deckel drauf, ein bisschen weiter gegart, damit auch das Gemüse nicht zu hart einfach ist. Und dann sind wir schon fertig. Ja, Jojo, wolltest du heute nicht mitessen? Wir haben jetzt nur eine Portion gemacht. Richtige Nom-Nom-Pfanne hier. Ja. Also ich finde es ja wirklich sehr lecker aus. Es sieht eher aus wie eine vegane Paella. Paella. Boah, leck mich am Arsch. Ich habe es ja gerade probiert. Das ist schon scharf. Wie viel haben wir reingemacht? Zwei, ja. Wobei es halt ganz stark darauf ankommt, wie scharf sind diese Chilischoten. Es gibt ja zum Beispiel die California Reaper. Da habe ich so eine Soße mir gekauft. Die hat so viel Scoville oder wie das heißt. Mhm. 2 Millionen. Da nimmst du einen Tropfen und boah, ist dann bedient. Es hat jetzt gute 25 Minuten gedauert. Ja, würde ich auch sagen. Am Ende haben wir es noch mal ein bisschen köcheln lassen, habt ihr ja gesehen. Und jetzt wird mal getestet. Ich muss gestehen, wir haben das letzte Woche schon mal gemacht. Das gehört jetzt mit zu meinen Lieblingsessen, weil es ist so ein spannender Geschmack mit diesem Sherry und mit dieser Miso in Kombination. Also wirklich, das ist für mich als vegane Ballaststoff- und Proteinquelle eine 10 von 10. Gut ausgesucht. Sehr nice. Viel Spaß beim Nachkochen. Und denkt dran, wer selber kocht, bleibt länger fit.